Wir möchten halt echte Geschichten auf Social Media hören. Wir möchten die Geschichten aus den Unternehmen mit Mehrwert, mit Inhalt, ja, mit Emotionen sozusagen auf Social Media erlebbar machen. Und diese Geschichten können meistens nur die Mitarbeitenden erzählen. Niemand Externes, sondern wirklich nur die Menschen, die sie erlebt haben. Und ich war so, mir gibt ein Studium eigentlich nicht so viel, aber ja, okay, dann schaue ich, was ich machen kann. Die hat diese Story gesehen. Die hat sich dann auf dieser Süddeutschen gesehen und hat gedacht, boah, jetzt sind die machen Millionen Umsätze und die sind so erfolgreich. Und dann haben wir daraufhin natürlich schön Schreiben vom Anwalt bekommen und sollten Geld zahlen für das Bildmaterial, was wir ja sozusagen von ihr verwendet haben. So, wir sind online. Liebe Conny Buchberger, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ich mich auch. Und was ich bei dir, als ich so ein bisschen gelesen habe und geschaut habe, was du so gemacht hast, was ich bei dir total interessant finde, ist, du bist ja ein ganz junger Mensch und hast aber offensichtlich in deinem Leben schon echt einiges gemacht. Ja? Also du bist sehr, 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 sehr aktiv und hast schon viel erlebt, viel erfahren und auch wahnsinnig viel gemacht. Die Rosalie hat mir auch ein bisschen was von dir erzählt, ihr kennt euch ja und das finde ich super interessant, deswegen bin ich jetzt sehr gespannt auf unser Gespräch. Heute bist du ja da als Geschäftsführerin von Weniger Bla, das ist eine Social Media Agentur, da werden wir auch natürlich drüber sprechen, was das Besondere natürlich an euch ist, an dem ist, was du machst. Aber lass uns doch mal einfach so einsteigen. Was ist denn das, was dich gerade am meisten beschäftigt? Gerne. Vielleicht vorab muss ich noch sagen, wir sind keine Agentur. Das liegt mir immer so am Herzen, weil wir genau sagen, ja, ich fange direkt mal mit an. Wir sagen, wir wollen eben keine Agentur sein, weil Agentur ist für mich immer jemand, der sozusagen Dinge einem abnimmt. Und unser Ansatz ist es ja gerade mit Weniger Bla, dass wir Wissen in Unternehmen aufbauen. Das heißt, wir sehen uns eher als Beratungspartner, Sparringspartner und wollen eben auch da ein bisschen die Agenturwelt aufmischen, weil wir uns da ganz klar gegen die klassische Agentur positionieren. Ja, das ist super wichtig. Also ihr seid eigentlich mehr Coaches, also Enabler, ja, super. Ja, ja, so Mentoring machen wir. Mhm. Also wir sagen, wir sind so ein Sparringpartner, wir sind an deiner Seite und unser Anliegen ist es ja wirklich, gemeinsam mit den Menschen im Unternehmen sozusagen unsere Leidenschaft, die wir für Social Media haben, zu übertragen, sodass sie halt eigenständig das Thema aufbauen wollen. Okay, sehr spannend. Sehr gut. Also genau. Erzähl mal, was ist das, was dich gerade so am meisten beschäftigt? Oh, ich glaube, also momentan natürlich, du hast ja schon gesagt, ich bin Unternehmerin, wie man so schön sagt. Das heißt, natürlich liegt mir mein Business am Herzen. Und ich glaube, wenn man gründet, dann ist ungefähr jeder Tag eine Achterbahnfahrt. Also man hat immer wieder neue Herausforderungen und dementsprechend ist das natürlich auch gerade mein Thema. Also sprich Herausforderungen, Verkaufen, Sales ist immer wichtig, wie finde ich neue Kunden. Natürlich aber auch das Thema, wie baue ich ein Team auf, das eben auch irgendwie zu mir passt, zu meiner Vision passt. Aber auch ja, der Alltag, wie kriege ich meine Work-Life-Balance in mein Leben, wie schaffe ich es halt, dass ich neben dem Unternehmer auch genug Zeit habe, ja, mich nicht zu verlieren. Und du siehst schon, da sind ganz, ganz viele Themen, die mich gerade beschäftigen und wo ich versuche, Lösungen zu finden. Also viele Herausforderungen. Ja, und du bist das ja aber gewöhnt, viel zu machen, oder? Das ist so, das ist so etwas, was sich anscheinend durch dein Leben zieht. Ich glaube, du, Rosa, das hat erzählt, du hast, glaube ich, schon in der Schule angefangen, irgendwelche unternehmerischen Ideen zu entwickeln. Das stimmt, ja. 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 Was waren denn so deine ersten Ideen, die du so hattest? Also meine erste Idee, die ich hatte, war eine Babysitter-Agentur, Schnullerfee sollte die heißen. Und das war sozusagen das Erste, was ich, wo ich auch Berührungspunkte mal mit dem Thema gründen und sich überhaupt Gedanken machen über ein Unternehmensmodell. Und das war tatsächlich in der Schule, genau. Und da hatte ich halt die Idee, ich gründe eine Babysitter-Agentur. Und das habe ich dann mal versucht. Zumindest ein bisschen. Okay, und dann hast du dir überlegt, du machst jetzt nicht nur selber Babysitting, was ja viele junge Menschen machen, sondern du machst da gleich richtig, du hast dann irgendwelche bekannten Freunde, Freundinnen, die du da mit vermittelst, so in der Richtung, oder?
Genau, es war tatsächlich ein Schulprojekt und ich fand das total schön. Also das ist auch mal so das Erste, wo ich mir dachte, das müsste es viel mehr geben in den Schulen, dass man halt wirklich so erste Gründerprojekte hat und wirklich mal selbst eine Idee zum Laufen bringen darf. Und das war tatsächlich bei uns eben eine Projektwoche, die wir hatten. Ich glaube, das war in der 8. oder 9. Klasse. Wow, und wir hatten eine Woche Zeit, uns eine Idee zu überlegen. Genau, und mussten die dann auch direkt von der Jury pitchen. Also wir mussten uns ein Geschäftsmodell überlegen, wir mussten uns ein Logo überlegen. Und da habe ich mir gedacht, naja, also Babysitten an sich hat mir jetzt gar nicht so viel Spaß gemacht, aber all meinen Freundinnen hat das Spaß gemacht. Und habe ich gedacht, naja gut, dann vermittle ich doch einfach Babysitter. Und habe dann eben mir überlegt, was braucht das alles? Muss ein Zertifikat geben. Also habe ich bei uns vor Ort das Deutsche Rote Kreuz angefragt wegen Erste-Hilfe-Kurs. Gibt es da was, was man machen könnte, damit die Babysitter auch direkt eine Ausbildung haben? Und habe mir dann überlegt, ich vermittle eben Babysitter an Eltern. Genau. Das war mein Projekt. Und das habt ihr aber nur als Projekt, das habt ihr, das hast du nicht, noch nicht umgesetzt, wahrscheinlich mit in der 8. Klasse, also, oder? Das, nee, also es war dann und dann, naja, wie ist das dann halt? Dann hat man die Idee, dann habe ich das auch gepitcht und alle fanden das toll, aber ja, der dann, ich weiß gar nicht mehr, aber ich glaube, der Schulalltag war dann doch ein bisschen mehr im Fokus, als dass ich da dann direkt Gründerin werde. Aber es war eine schöne Erfahrung und es hat mir halt gezeigt, wenn man eine Idee hat und eben auch Menschen dafür begeistern kann, dann kann man ganz viel verändern und da kann man eben machen. Ja, okay, toll. Lass uns vielleicht jetzt erstmal noch, wir gehen dann nachher noch mal ein bisschen ein so auf dein Leben, weil ich das interessant finde, aber lass uns doch erstmal noch mal kurz bei dem Thema Social Media heute bleiben. So, was ist sozusagen das, was ihr macht? Gerne. Und du hast ja gesagt eben, wir sind eben eher Enabler. Also das heißt, wir wollen Menschen, Firmen und wahrscheinlich auch Einzelpersonen befähigen, eben sich selber gut in Social Media zurechtzufinden oder da ihre Position aufzubauen und so weiter. Und das ist, wenn ich richtig verstehe, der Unterschied auch zu anderen. Oder gibt es viele, viele, die das so machen wie du? Oder würdest du sagen, das ist das Besondere? Und kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie gehst du da vor? Oder was kann man dann, wenn man mit dir zusammenarbeitet? Gerne. Ja, natürlich ist das unser USP, würde ich jetzt direkt mal so sagen, dass wir eben nicht die Kanäle abnehmen. Also uns ist es halt wichtig, wir arbeiten mit Firmen zusammen, die Lust haben, sich selbst mit dem Thema Social Media zu beschäftigen. Und wir sind eben dann an der Seite starker Partner und geben unser ganzes Wissen, ich bin ja nicht alleine, sondern ich habe noch ein Expertenteam, an diese Menschen im Unternehmen weiter, sodass sie eben eigenständig ihre Kanäle vorantreiben können. Und warum wollen wir das? Weil da kommt unser Name her, weniger bla. Wir möchten halt echte Geschichten auf Social Media hören. Wir möchten die Geschichten aus den Unternehmen mit Mehrwert, mit Inhalt, ja, mit Emotionen sozusagen auf Social Media erlebbar machen. Und diese Geschichten können meistens nur die Mitarbeitenden erzählen. Niemand Externes, sondern wirklich nur die Menschen, die sie erlebt haben. Und genau deswegen glauben wir daran, wenn eben diese Menschen lernen, wie sie die Geschichte richtig auf Social Media erzählen, wie sie die Kanäle richtig bespielen, dann wird es ein Erfolg und dann entsteht Sichtbarkeit und eben auch Interesse. Und ich denke, das unterscheidet uns dann eben auch von anderen oder von Agenturen, dass wir nicht sagen, wir machen das für euch und wir bauen euch schöne Grafiken und ihr müsst euch damit nicht beschäftigen, sondern wir sagen, wenn ihr mit uns arbeitet, dann müsst ihr euch damit beschäftigen, weil nur dann wird es ein Erfolg. Und ich denke, das ist ein großer Unterschied und auch definitiv unser Alleinstellungsmerkmal, was wir haben. Okay, super spannend. Vielleicht steigen wir mal da so ein, du redest, das ist ja Storytelling eigentlich. Also das ist sehr viel. Weil es gibt ja, da gibt es ja auch so eine Art Unterscheidung. Man sagt, es gibt entweder du machst Marketing oder du machst Storytelling, so ein bisschen. Also und Storytelling ist halt ein bisschen edgier als Marketing. Also man versucht nicht so sehr den Ton zu treffen, von dem man denkt, der will gehört werden, sondern man wird authentischer und erzählt halt eine echte Geschichte, auch wenn sie vielleicht mal ein bisschen anecken könnte sogar. Oder würdest du eher raten zu sagen, nee, passe mal genau auf, was du sagst. Wie würdest du das sehen? Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Was wir immer als erstes mit den Kunden versuchen zu erarbeiten, ist, dass ihr nicht
die Geschichte erzählt, die ihr toll findet, sondern die Geschichte, die die Zielgruppe interessiert. Und das ist der große Unterschied, glaube ich auch. Sondern wir möchten, dass die Unternehmen nicht sich fragen, ja, was haben wir denn jetzt noch Tolles, was können wir denn noch mal erzählen, sondern dass sie sich halt wirklich damit beschäftigen, was interessiert die Zielgruppe? Wo können sie ihre Vorteile, die sie haben, eben für die Zielgruppe so als Geschichte erzählen, dass es am Ende aber die Zielgruppe triggert? Und da sind natürlich am Ende Emotionen, andere Triggerpunkte total wichtig, damit die Zielgruppe reagiert. Weil du weißt, auf Social Media geht es immer um Reaktionen. Wenn die Menschen nicht darauf reagieren, dann bekommst du leider keine Sichtbarkeit. Und das versuchen wir in den Vordergrund zu stellen, eben mit den Geschichten aus dem Unternehmen, aber eben angepasst für die jeweilige Zielgruppe. Mhm. Genau. Also sozusagen die Frage nach der Wahrnehmung. Also wie, weil das ist, wonach wir Menschen wahrscheinlich schon seit Jahrzehntausenden immer suchen, weil auch früher in den kleinen Gruppen, da war es immer wichtig, dass du gesehen wirst, wahrgenommen wirst. Jetzt ist es riesengroß geworden. Und wir haben ja jetzt gerade ein Zeitalter, wo es ja immer schwieriger wird, wahrgenommen zu werden, weil der Content halt komplett explodiert, oder? Mhm. Definitiv. Also ich meine, Social Media ist Competition ohne Ende. Ich meine, wenn man den Feed aufmacht, man wird überhäuft von Inhalten und das ist es ja auch leider, wir haben keine Aufmerksamkeitsspanne mehr. Also wir Wahnsinn, nehmen uns eigentlich kaum noch Zeit für das, was uns eigentlich interessiert. Und es macht es natürlich immer schwieriger, da hervorzustechen. Aber umso wichtiger, dass man eben versucht, indem man sich halt mit seiner Zielgruppe und den Bedürfnissen beschäftigt, lieber dann den Fokus darauf zu legen, was interessiert die wirklich? Womit kann ich sie halt neugierig machen? Womit kann ich sie noch unterhalten? Und eben auch sich vielleicht, das ist auch vielleicht dann der Unterschied, sich eigentlich ein bisschen zurückzustellen, sondern eher wirklich den Fokus darauf zu legen, wie kann ich eben diese Themen, die wichtig sind für die Zielgruppe, so aufbereiten durch mich, dass sie interessant sind. Man wird also eher zum Sprachrohr für die Zielgruppe, wenn man so sagt. Okay. Und da habt ihr auch so wahrscheinlich so eine Art kleinen Prozess, wie erarbeite ich mir das? Dass ich also verstehe, wer ist denn eigentlich mein Kunde, wer ist meine Zielgruppe und dann irgendwie darauf komme, was könnte für den dann auch, also in welcher Welt lebt er, stelle ich mir so vor, ja, in welchem Kontext lebt er und was sind so die Themen, die ihm vielleicht wirklich auch was bringen, so in der Art? Genau. Also wir haben einen sehr strategischen Prozess, mit dem wir arbeiten. Das ist auch mein großes Herzensthema, Strategie. Ich liebe Strategien, Pläne machen. Das ist das, was mir große Freude macht. Und wir machen jetzt nicht die klassische Persona. Wir setzen uns nicht hin und sagen so, wir bauen jetzt mal eine Persona auf und dann ist die Sache erledigt, sondern wir versuchen da auch ein bisschen tiefer reinzugehen und halt auch eben auch da weg von diesen Stereotypen, sondern wirklich auch klar zu machen, jede Person ist anders, jede Zielgruppe ist anders. Und je individueller du dich mit der beschäftigst und dass es am Ende vielleicht auch einfach mal ein Gespräch führt, mit deiner Zielgruppe sprechen, umso einfacher verstehst du, was sie braucht. Und das ist eben ein Prozess, den wir mit den Kunden durchlaufen, um eben am Ende wirklich Themen zu haben, die relevant sind. Ja, spannend, weil das hat so durchaus Ähnlichkeiten zu dem, was wir bei Scale-Up machen. Also wir sagen ja auch eben, dass wir gar nicht so demografische Personas, das ist vielleicht für bestimmte Marketing-Rollouts ganz, ganz, ganz spannend, aber wenn du strategisch deinen Kunden wirklich erreichen und verstehen willst, ist es wichtig, diesen Menschen zu verstehen, ja? Und zu verstehen, in welcher Situation, was ist eigentlich das, was er wirklich braucht, welchen Pain hat er, also was sind die Schmerzen, die wir ihm vielleicht nehmen können durch unser Produkt. Was sind die Gains, also was kann er vielleicht gewinnen, wo kann er sich einen Vorteil verschaffen durch das, was wir ihm bieten? Und das erarbeiten wir eben mit unseren Kunden für die jeweiligen Marktsegmente, in denen die halt gerade so unterwegs sind. Ja, also es hat da durchaus eine Ähnlichkeit. Ja, schön, spannend. Und das dann eben natürlich noch in eine gute Kommunikation zu bringen, ist natürlich auch wieder eine Kunst. Ja, und okay. Mal noch eine andere Frage, weil mich das gerade sehr umtreibt, weil alle wollen sichtbar werden. Und wir haben jetzt dieses Zeitalter von ChatGPT. Ja? Also Content ist wohlfeil. Also Content, ja, und das merkst du auch, es explodiert. Es explodiert gerade. Und wie nimmst du das so wahr? Wie geht ihr damit um mit dem Thema? Wir sagen immer, eine gute Geschichte braucht Zeit. Und ich glaube, das ist eben auch die Kunst. Weil eine gute Geschichte schreiben, das bedeutet halt, ich muss mich hinsetzen, ich muss mir Gedanken machen, ich muss mir
ja, ich muss mich damit beschäftigen. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Zeit. ChatGPT ist dann natürlich eine schöne Möglichkeit, um Zeit zu sparen, weil ich denke, naja, ich werfe was rein und es kommt schon was raus und es hört sich auch eigentlich gar nicht so schlecht an. Also ist die Sache für mich dann schon relativ schnell wieder erledigt. Ich finde, ChatGPT kann ein schöner Ideen-Challenger sein. Also, dass ich eben sozusagen mit ChatGPT meine Idee weiterentwickle oder nochmal einen neuen Ansatz bekomme. Aber ein Text, den ich mit Herz schreibe, den ich schreibe, der ist definitiv was anderes als der ein Text, den ChatGPT schreibt. Und da sind wir auch wieder beim Thema Storytelling oder wie wir mit Kunden arbeiten. Bei uns ist ein ganz großer Anteil, dass die Kunden lernen, wie sie richtige Texte auf Social Media schreiben. Weil auch da gibt es Kniffe, die ich berücksichtigen muss, kleine Feinheiten, die ich beachten muss. Und demnach, ich glaube, man merkt einem Text an, ob der mit Herz geschrieben wurde oder ob der eben mit ChatGPT geschrieben wurde. Sehr schön, Und das ist auch was wieder die du. Frage, wen will ich ansprechen, was will ich damit erreichen? Okay, sehr schön. Das finde ich eine schöne Aussage, weil ich finde auch, also ich arbeite schon natürlich auch mit ChatGPT, aber eben eher so als so eine Gehirnverlängerung. Ja, also so eine verlängerte Werkbank. Ich finde, das ist manchmal einfach wahnsinnig hilfreich, um so bestimmte Dinge weiter zu bearbeiten. Aber es ist dann ein intensives, sozusagen in viele Loops reingehen und dann finde ich, kommen da auch ganz spannende Sachen raus. Und ich finde auch, ich erkenne inzwischen, ich habe zum Beispiel gerade, wir sind gerade in einem Bewerbungsverfahren, also für suchen gerade jemanden für Head of Product bei uns, bei Scale Up. Und da kriegen wir jetzt viele Bewerbungen. Und ich sehe inzwischen, ich rieche das sofort, ob das so ein ChatGPT-Anschreiben ist, wo dann, da kommt dann, da kriege ich schon, da kommt bei mir sofort so dieser Beep, dieser Button, da sage ich, I'm to foster the challenges of bla bla bla. Sage ich, okay, danke, nächste bitte. Also spannend, man irgendwie spüren wir es raus, gell? Und ich glaube, wenn man da intensiv sich damit beschäftigt, also intensiv damit arbeitet, dann ist es ja auch eigenes Herzblut, was reingeht, reinkommt und dann kommen auch andere Texte dann am Ende irgendwie raus. Ja, toll. Eine andere Sache, die ich interessant finde oder die mich umtreibt, ist gerade LinkedIn. Das ist ja, glaube ich, auch die Plattform, mit der du viel machst eher, weil es ja halt im Business-Kontext einfach eine super starke Plattform ist. Ich habe das Gefühl, kann das sein, dass der Algorithmus sich verändert hat bei LinkedIn? Also irgendwie, dass es ein bisschen schwieriger geworden ist. Hast du da irgendeine Idee, was ist das Mittel dagegen oder der Umgang damit? Also ich glaube, LinkedIn ist wie jeder Social-Media-Kanal ein Kanal, wo man dranbleiben muss. Also LinkedIn verzeiht keine Pausen und keine Up and Down sozusagen. Also man muss, glaube, wenn man den Kanal für sich nutzen will, dann muss man leider durchhalten und das bedeutet regelmäßig posten. Und was mir schon auch bei meinen eigenen Posts aufgefallen ist, die Impressions sind sehr eingeschränkt worden. Also ich habe durchaus gemerkt, dass die Sichtbarkeit meiner Beiträge gesunken ist. Was vielleicht auch damit zu tun hat, LinkedIn schafft den Creator-Modus aktuell ab. Das heißt, jeder wird sozusagen zum Creator auf der Plattform. Was natürlich auch dazu führen kann, dass immer mehr Inhalte kommen, umso wichtiger auch da, dass man sich auf ein Thema, auf eine Zielgruppe fokussiert, um eben auch da wirklich ja seine Nische, seine Sichtbarkeit regelmäßig aufzubauen. Der einfachste Tipp ist wirklich, sich vorab zu überlegen, wen will ich erreichen, mit welchem Thema und dann ist wirklich dranbleiben. Versuchen, mindestens einmal die Woche zu Okay, posten, genau, das war die Frage. Einmal die Woche besser noch mindestens. mehr. Es gibt da nicht Ja, einen das Effekt. ist eigentlich schon Minimum. Genau. Und du hast nicht das Gefühl, weil man kämpft ja eigentlich nicht, man kämpft ja mit dem Algorithmus im Grunde. Also kämpft ist vielleicht das falsche Bild, aber man sozusagen versucht sich damit reinzuarbeiten. Weil ich habe da manchmal so das Gefühl, wenn ich jetzt von irgendjemandem jeden Tag 5 Posts sehe, dann kriege ich irgendwann einen Vogel. Also dann will ich das auch gar nicht mehr sehen. Also es gibt wahrscheinlich, aber zu viel gibt es gar nicht so wahnsinnig leicht, weil der Algorithmus gar nicht alles durchlässt, vermute ich mal, oder? Jein. Also ich würde schon sagen, dass es ein zu viel auf LinkedIn gibt, weil einfach ja der Post eine gewisse Zeit braucht, um sich überhaupt durchzuarbeiten. Das heißt, man sollte schon darauf achten, dass der Post genug Zeit bekommt, um überhaupt seine Sichtbarkeit zu kriegen. Weil
Das weißt du wahrscheinlich, aber wenn ich jetzt poste, dann heißt das nicht, dass meine 2000 Follower diesen Post sofort sehen im Feed, sondern LinkedIn testet ja. Also LinkedIn spielt den erstmal vielleicht 100 Leuten aus. Je nachdem, wie viele davon reagieren, kriege ich noch mehr Sichtbarkeit. Und das ist ein Prozess, der ja sozusagen sich erstmal durcharbeiten muss. Wenn ich jetzt am Tag mehrere Posts mache, dann bekämpfe ich mich, jetzt kriege ich das Wort nicht hin, bekämpfe ich mich fast gegenseitig. Also ich bekämpfe sozusagen meine eigene Post. Genau. Richtig. Kannibalisieren. Und deswegen auch da zum Beispiel, genau, das war das Wort, was ich brauchte. Und deswegen auch da, fast täglich ist auch schon schwierig. Also auch da muss man eigentlich schon wieder aufpassen, sind es dann unterschiedliche Themenansätze, die trotzdem aber wieder für meine Zielgruppe relevant sind oder bin ich auch zu breit im Thema? Man kann den Algorithmus schon durchaus beeinflussen, aber jetzt täglich posten ist fast auch nicht immer der richtige Weg. Also auch da muss man dann schon aufpassen, wann poste ich, um welche Uhrzeit, welches Thema, welchen Schwerpunkt. Ja. Okay. Und dann kann ich mir vorstellen, weil du ja vorhin gesagt hast, man soll sich Zeit nehmen. Wahrscheinlich macht es Sinn, sich so eine, das ist das, wo ihr wahrscheinlich dann auch eben unterstützt, sehr gut, sich wirklich auch so eine eine Geschichte oder Themenpfad zu wissen, ja, dass das so eine Konsistenz bekommt, das, was ich eigentlich erzähle, oder? Schätze ich mal. Also wir arbeiten mit sogenannten Themenkategorien. Also wir versuchen immer, jedes Profil, sei es ein Unternehmensprofil oder auch Expertenprofil, bestimmten Themenkategorien zuzuordnen. In der Regel sind das so 3 bis 4. Das heißt, wir haben dadurch einen roten Faden und wir challengen auch jedes Thema wieder, bevor wir sozusagen auf das Profil bringen, passt es zu einer der Kategorien und passt es demnach auch zu der Zielgruppe, die wir ansprechen wollen. Und dadurch bauen wir sozusagen den roten Faden auf dem Profil auf, haben aber schon eben unterschiedliche Themen und ja, Topics, die wir sozusagen auf dem Profil dadurch bespielen können. Okay, ja, spannend. Also das macht doch richtig Lust darauf, sowas mal aufzubauen. Vielleicht noch so eine letzte Frage zu dem Thema, so ein bisschen noch dein Expertenwissen anzapfen für unsere Zuhörer. Gerne. Und zwar das Thema Überschriften. Ich habe das Gefühl, dass Überschriften extrem wichtig sind, weil das so diese, da bleibt man am Hängen oder nicht. Wie siehst du das? Ja, die Überschrift ist das Gold auf LinkedIn, sagt man so schön. Also die Hook ist das, wo wir auch sagen, wo du schon so Herzblut reinfließen musst. Weil es ist das Einzige, was dir erstmal neben dem Bild, deswegen ist das Bild auch wichtig, im Feed angezeigt wird. Und je nachdem, ob diese Hook, dieser eine Satz mich überzeugt, erst dann klicke ich ja auf mehr Anzeigen. Und das ist das Erste, was wir eigentlich erreichen müssen, dass die Person, der Beitrag angezeigt wird, auf mehr Anzeigen klickt. Und im besten Fall dann eben auch auf einen Like, Kommentar, Teilen, wie auch immer. Aber deswegen ist diese Überschrift so wichtig. Und da ist es eben wichtig, mit diesen Triggern zu arbeiten. Es muss etwas drinstehen, was mich neugierig macht, was mich halt wirklich überzeugt, warum ich mir den Text durchlesen will. Wenn das nicht der Fall ist, dann klicke ich auch nicht auf Weiter. Und dann lohnt sich die ganze schöne Arbeit für den restlichen Text nicht. Genau, sieht dann keiner. Ja, okay, spannend. Und da habt ihr sozusagen, und da gibt es wahrscheinlich auch keine One-Size-Fits-All-Lösung. Ich meine, es gibt ja so ein paar Dinge, die irgendwie irgendwelche besonderen Namen droppst, und ja, keine Ahnung, Elon Musk oder was ist ich, oder da gibt es so wahrscheinlich so ein paar Themen, die gerade gehypt sind, wenn man da versucht, sich so mit reinzuhängen. Aber das glaube ich, ich kann mir vorstellen, das geht da. Es gibt so Leute, die reiten dann total darauf, aber sehr konsequent. Aber ich glaube, wenn du so eine konsistente Firmenkommunikation oder dein persönliches Profil oder aufbauen willst, dann wird es halt unauthentisch irgendwann, oder? Also es ist wichtig, glaube ich, so was ganz Eigenes zu finden, was trotzdem interessant ist, oder? Genau, solltest jetzt nicht jeden Beitrag mit derselben Headline anfangen, das würde auch nicht funktionieren, auch wenn du denkst, die eine hat gut funktioniert. Der erste Test ist immer selbst zu lesen, also wenn man selbst drüber liest und sich schon so denkt, so boah, okay, also ich lese gar nicht weiter, dann ist auf jeden Fall nicht die richtige, dann solltest du dir nochmal was überlegen. Und was uns immer wichtig ist, wir wollen kein Clickbait, also wir wollen jetzt keine Headline, die sozusagen etwas suggeriert, was dann gar nicht im Text aufgelöst wird. Das ist uns immer ganz wichtig, sondern wir möchten natürlich durch emotionale Punkte oder Fakten triggern, sodass die Leute klicken. Aber das, was wir in der Headline anteasern, das wird auch im Text aufgelöst. Da bekommt die Person auch Informationen. Das ist
ganz, ganz wichtig, damit eben die Person auch Vertrauen aufbaut. Weil es gibt nichts Schlimmeres für mich, als wenn ich eine tolle Headline lese und dann lese ich mir diesen Text durch und es ist nichts drin, gar nichts. Also ich denke mir so, danke, dass ich hier gerade meine Zeit verschwendet habe. Und das wollen wir nicht. Sondern das die Person soll mit einem guten Gefühl aus diesem Text rausgehen und wirklich, ja, denken, Mensch, den nächsten lese ich mir auch noch durch von denen. Okay. Super, genau, aber das geht mir zum Beispiel auch bei YouTube manchmal so. Da wird dann irgendwas angekündigt und dann schaust du diesen blöden YouTube-Video 10 Minuten lang an und es ist nur vorne der Köder gewesen. Das ist echt, da kriegt man, stimmt. Ja. Auf TikTok ist es ganz schlimm. Mhm. Auf TikTok hast du ganz oft immer so den ersten Teil, eine wunderbare Headline. Ja, das ist ganz schön. Du hast ja immer den ersten Teil, also du hast eine Mega-Headline, wo du denkst, da schaue ich jetzt rein. Und dann ist das Video zu Ende und dann kommst du Auflösung im zweiten Teil. Und du denkst dir so, zweiten, dann musst du erst wieder im Feed suchen, bis du zu dem zweiten. Also das ist richtig. Deswegen schrecklich. Aber es funktioniert. Die Leute klicken. Ja, fiese Tricks. Genau, vielleicht da noch, weil du gesagt hast, TikTok jetzt. Also jetzt ist ja LinkedIn, klar, das ist jetzt so die Plattform für alle, die so business-like unterwegs sind. Aber gibt es, würdest du sagen, noch andere? Ich hatte mal den Helge Ruff im Podcast, ist aber schon wieder eine Weile her. Der ist ja auch, der ist ja von One to Social. Der meinte so, TikTok ist im Kommen. Wie siehst du das so? Also ich glaube, TikTok ist nicht mehr im Kommen, sondern TikTok ist da. Das ist so das Erste. Und ich glaube auch, dass es ganz, ganz viel Potenzial birgt für viele Themen, für viele Firmen, auch gerade auch bei uns im Mittelstand. Also gerade dieses ganze Thema Handwerk ist auf TikTok riesig. Die Frage ist halt immer nur, kann ich es als Unternehmen auch wirklich bedienen? Weil die Masse, die ich an Content brauche, ist eine ganz andere wie zum Beispiel auf LinkedIn. Und das muss erstmal auch machbar sein. Das heißt, es muss erstmal auch Struktur im Unternehmen geschafft werden, damit überhaupt Inhalt produziert werden kann. Nur dann macht eine Plattform Sinn. Und auch da ist dann zu überlegen, halte ich das halt lange durch? Passt meine Zielgruppe zu der Plattform oder nutze ich zum Beispiel TikTok als einen Kanal, um eben Aufmerksamkeit für ein anderes Thema zu machen und dann eigentlich den User auf eine andere Plattform wieder weiterzulinken? Also bestes Beispiel zum Beispiel für Podcast, wirst du sicher auch kennen. Ich teile Snippets in Reels oder auf TikTok, will aber eigentlich, dass die Hörer auf den Podcast kommen und sich den Podcast anhören. Das ist eine schöne Mechanik, um die Plattform zu nutzen, um sein Ziel zu erreichen, aber nicht die Plattform zu nutzen, um da jetzt eine Community aufzubauen, sondern es geht halt eigentlich darum, Traffic woanders hinzulenken und die Sichtbarkeit auf der Plattform zu nutzen. Genau. Weil was ich bei TikTok so erlebt habe, ist, jetzt im Vergleich zu anderen Plattformen, wo du erstmal sehr, sehr mühsam mit viel Arbeit eine gewisse Community aufbauen musst, bevor du überhaupt ansatzweise anfängst, Reichweite zu entwickeln, habe ich das erlebt, das ist jetzt schon eine Weile her, aber da haben wir mal einfach mal geschaut, testen wir mal TikTok an und hatten halt guten Content, der hatte halt eine Hochwertigkeit, das war gutes Bild, guter Ton, guter Text und dann haben wir sofort Reichweite gehabt, da habe ich gedacht, Wahnsinn, das ist ja interessant, also die gehen da anders vor, also die scheinen irgendwie den Inhalt mehr zu ranken, als jetzt deine Community, die du da hast oder so, ja, also gesehen eine Chance auch. Genau, TikTok hat einen ganz anderen Algorithmus. Genau, ja. Also TikTok-Content-Algorithmus, die anderen Kanäle eher ein Social-Algorithmus. Auf TikTok zählt das Video, ganz nur das Video. Und entweder hast du Glück und es geht viral und es wird sichtbar oder du hast Pech. Da gibt es eigentlich nur zwei Wege. Und dadurch kannst du es aber auch schaffen, mit einem Video total viel Erfolg zu haben, weil das eben gerade super viral geht und dadurch du nur sehr, sehr hohe Sichtbarkeit bekommst. Heißt aber nicht, dass dein nächstes Video wieder so gut performt. Genau. Und das ist auch natürlich das auch die Challenge auf der Plattform, weshalb du auch Masse brauchst. Genau. Ich merke gerade, ich glaube, wir haben eine leichte Verzögerung. Also nur, dass du nicht irritiert bist, wenn ich dann plötzlich noch reinquatsche, während du redest, weil ich glaube, jetzt ist immer so 1-2 Sekunden verzögert. Also nur so. Okay, gut, dann vielleicht, ja, liebe Conny, vielleicht nochmal jetzt so, um das Thema abzurunden, haben wir noch irgendwas nicht angesprochen was zum Thema Social Media, was du gerne noch so sagen willst, damit man auch vielleicht auch nochmal besser versteht, was man bei euch bekommt, oder haben wir es so ganz gut abgedeckt? Also uns ist ja wichtig, wir sagen ja, wir sind die Mentoren für den Mittelstand. Wir versuchen ja tatsächlich, also unsere Hauptzielgruppe sind ja mittelständische Unternehmen, weil wir möchten, dass gerade Unternehmen, die vielleicht bisher eher sich auf andere Plattformen verlassen haben oder einfach auch
ja, nicht wirklich sich mit solchen Themen wie Social Media beschäftigen mussten, dennoch das Interesse bekommen und eben uns als Partner erkennen und verstehen, hey, das Thema ist auch für uns relevant und es macht absolut Sinn, sich damit zu beschäftigen, gerade wenn wir das Wissen im Unternehmen aufbauen. Und deswegen sagen wir ganz klar, wir möchten mittelständische Unternehmen bei dem Thema unterstützen. Okay, sehr gut. Danke dir. Ja, dann lass uns doch mal noch ein bisschen über dich sprechen. So, was ist so dein Weg gewesen? Jetzt haben wir vorhin schon mal so als kleinen Einstieg so die Schulzeit gehabt, was ich wahnsinnig nett finde. Ich finde das super, so frühe Geschichten, weil das so einmal schon so zeigt, wie sich der Weg dann später halt entwickelt hat. Aber lass mal ein bisschen weitergehen. Du hast ja dann eine Ausbildung gemacht für Marketing und Kommunikation. Und dann hast du angefangen zu studieren, glaube ich, oder? Was hast du da studiert? Modemanagement habe ich studiert. Oh, okay. Also du hast eine Ausbildung gemacht und dann hast du eben ein Studium angefangen und du hast das Studium abgebrochen. Und jetzt würde ich gerne wissen, warum hast du das Studium abgebrochen? Ich glaube, ich habe das schon mal ein bisschen gehört und du hast gesagt, du willst da auch drüber reden. Ich fänd das toll, wenn du mal erzählst, was da los war in deinem Leben, weil Brüche sind ja auch sehr wichtig für die eigene Biografie. Genau, ich habe eine Ausbildung gemacht. Ich habe auch tatsächlich nach dem Abi sehr bewusst entschieden, dass ich eine Ausbildung machen will. Also es war mir wichtig, weil ich komme vom Dorf, nähe Hannover, ich wollte nach München. Es war für mich klar, ich gehe nach München. Also habe ich mir eine Ausbildung in München gesucht und bin nach München gegangen. Und war auch super happy, war beste Entscheidung, diese Ausbildung zu machen und hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Und danach war aber halt stand im Raum, naja, du hast ja ein Abi gemacht, du musst eigentlich studieren. Dieses klassische, du musst doch studieren, du kannst es doch jetzt nicht einfach dabei belassen. Und ich war so, mir gibt ein Studium eigentlich nicht so viel, aber ja, okay, dann schaue ich, was ich machen kann und habe mich halt dann umgeschaut und ehrlich gesagt, ich wollte in München bleiben und hatte auch eher Lust auf ein praktisches Studium und dann war halt dieses Modemanagement das, wo ich dachte, naja gut, da kann ich ein bisschen nähen und ich kann irgendwie ein bisschen kreativ sein und nebenbei mache ich ein bisschen BWL und das war irgendwie so mein Kompromiss, wo ich dann gesagt habe, okay, dann mache ich das und es war natürlich ein privates Studium, was zum einen auch Kosten bedeutet, also wenn man privat studiert, dann muss man das auch zahlen. Und ich habe das angefangen und habe nebenbei aber immer schon gearbeitet. Also ich war immer dann trotzdem, ja, mich hat das nicht losgelassen, dass ich jetzt irgendwie weiterarbeite. Demnach kann man sich zum einen schon vorstellen, wie meine Aufteilung war, Studium und Arbeiten. Also für mich war Arbeiten da schon die Prio und das Studium eher zweitrangig. Und dann ist es leider so gekommen, dass ich halt einen privaten Schicksalsschlag hatte. Also mein Papa ist gestorben nach langer Krankheit und in meinem Leben hat sich auf einmal ganz, ganz viel verändert, wie man sich vorstellen kann. Und ja, zum einen hat sich natürlich auch finanziell ein bisschen was verändert, aber zum einen habe ich halt einfach ein bisschen auch den Boden unter den Füßen verloren. Also ich habe mich gefragt, warum studiere ich eigentlich, was will ich eigentlich machen und macht das eigentlich alles noch so richtig Sinn, was ich hier mache und wo will ich eigentlich hin? Und ja, und dann habe ich entschieden, ich will nach Südafrika und habe das Studium abgebrochen und bin nach Südafrika gegangen. Ja, toll, diese Frage. Also du warst, wie alt warst du da ungefähr? 21. 21. Ja, da haben wir was gemeinsam. Mein Vater ist auch gestorben, da war ich 22. Bei dem war es auch absehbar, ja, weil er schon sehr alt war. Also der war schon fast 60, als ich auf die Welt kam und dann dementsprechend war er wirklich alt. Mein Papa auch. Ja, ach, deiner war auch alt, okay. Ja. Siehst du, haben wir es gemeinsam. Mein Papa war auch schon ganz alt, als ich auf die Welt kam. Ja. Ja, das ist so was Besonderes, weil ich fand, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte dann immer so, ich weiß schon ganz früh schon immer so dieses Gefühl, oje, irgendwann ist der weg, ja. Und dann hat er auch noch so ein stressiges Leben gehabt. Also der hat gearbeitet quasi bis 2 Monate, bevor er gestorben ist. Also er hat bis fast 80 gearbeitet. Weil er hat ja irgendwie Finanzblödsinn gemacht in seinem Leben und musste also immer weitermachen und war Arzt. Und da habe ich mir so viel Sorgen um den gemacht. Das hat mich ganz schön geprägt in meiner ganzen Jugend und Kindheit. Bei mir war es ein bisschen anders. Also mein Papa war für mich immer
so ein ganz starker Mann. Also mein Papa war nie krank oder war nie irgendwie zerbrechlich, sondern obwohl mein Papa so alt war, war der immer so eine, der war immer fit, der hat immer Sport gemacht, der war immer Lebemensch. Und ja, für mich war es dann eher schlimmer zu sehen, wenn dann so eine Krankheit kommt, die einen Menschen so sehr verändert und er eben nicht mehr dieser Mensch ist, wie man ihn kennt und eben nicht mehr in der Werkstatt Sachen reparieren kann mit den eigenen Händen, weil es einfach nicht mehr funktioniert. Und das war für mich das Schlimmste zu sehen, wie ein Mensch, den man eigentlich als so stark sieht, so schnell so schwach wird. Und ja, das hat mich definitiv sicher auch geprägt. Ja. Und dann kam so diese Frage. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, so, hey, worum geht es jetzt eigentlich? Also, was will ich wirklich in meinem Leben? Also, irgendwie so, und das ist ja oft so leider, dass man so durch so harte Schicksalsschläge ein bisschen so aufwacht. Ja? Also plötzlich so denkt, Moment mal, ist das jetzt der Trott? Ist das jetzt, war es das jetzt? Also, will ich das wirklich machen? Und das ist natürlich in so einem jungen Alter wie bei dir, ist da, also vielen passiert das dann mit 40 oder 50 und dann denken sie, oh Moment, ich muss mein ganzes Leben verändern. Und dich hat das halt sehr früh schon so geprägt. Würdest du sagen, ist das für dich sowas, was sich durchzieht in deinem Leben, dass du ein bisschen wacher schaust, was will ich wirklich, was ist für mich sinnvoll? Definitiv, glaube ich. Also ich versuche deswegen auch Work-Life-Balance jeden Tag zu schätzen und auch wirklich zu leben. Und witzigerweise war es damals, also ich wollte immer nach München, das war für mich klar. Und ich wollte immer nach Südafrika. Also ich wollte eigentlich schon nach dem Abi ein Praktikum in Südafrika machen. Und dann haben auch wieder alle gesagt, du bist so jung, mach das noch nicht, mach erstmal was anderes. Und dann war für mich aber klar, so jetzt bin ich alt genug, jetzt kann ich selbst entscheiden, also gehe ich jetzt nach Südafrika. Und auch wenn alle sagen, das ist so gefährlich und mach das nicht und was willst du da? Und ja, aber ich glaube, man muss da auch ganz, man muss einfach manchmal auf seinen Bauch hören und der Bauch sagt einem ganz oft, was richtig ist. Und mich hat das im Leben immer zu Orten oder zu Punkten gebracht, die mich weitergebracht haben am Ende. Sehr gut, finde ich auch. Also ich finde, es braucht eine Balance, eine gewisse. Also man braucht schon auch den Kopf, so dieses Analysieren und so weiter und auch sich mal ein paar Dinge gut überlegen. Weil die Leute, die nur die ganze Zeit nach dem Bauch sind, geht dann auch oft schief. Aber ich finde, wir haben öfters Menschen, die eben immer nur im Kopf sind und sich nicht trauen, dem Bauchgefühl auch mal zu vertrauen. Und das ist eigentlich eher die Imbalance, die wir meistens sehen. Also deswegen super, dass du da einen Zugang hast auch dazu. Ja. Ja, schön. Erzähl mal ein bisschen noch Südafrika. Also du wolltest da immer hin. Was hat dich denn da angezogen an Südafrika? Ich kann es dir nicht sagen. Also ich wollte nach Südafrika und witzigerweise dann, als klar war, ich will da jetzt hin, habe ich überlegt, okay, wie komme ich da jetzt hin? Und ich habe mir dann gedacht, das, was wahrscheinlich teuer wird, ist Wohnen in Südafrika. Also ich brauche ja eine Unterkunft. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich das irgendwie umgehen? Ah ja, ich bewerbe mich in Hotels oder ja, Pensionen, die ich sozusagen mit Marketing unterstützen kann. Und habe dann halt sämtliche Hotels und Pensionen in Kapstadt angeschrieben und habe gesagt, hallo, ich bin Conny, ich könnte dein Marketing machen, ich will dafür nur sozusagen umsonst wohnen und könnte direkt kommen. Und auch da hat der Zufall dann entschieden, dass ich eben ein Angebot bekommen habe in einem kleinen Kite-Gästehaus, also eben da, wo Kiter sich wohlfühlen. Und ja, durfte dann dafür 4 Monate hin. Ach, wie schön. Da ist das Wasser ja saukalt. Die gehen, glaube ich, dann immer in so Ganzkörperanzügen, das Kiten wahrscheinlich, oder? Ja, genau, die geht in Ganzkörperanzügen kiten. Ja. Stellt man sich immer so schön warm vor, aber ja. Ja, okay, cool. Und dann, dann warst du 4 Monate in Südafrika und vielleicht gehen wir doch mal gleich so auf dein erstes Company-Thema, weil das ist, glaube ich, immer, weil wir Unternehmergeschichten immer spannend finden. Hast dann 2017 eine Jewelry-Company gegründet, Puff Puff. Puff Puff Jewelry, richtig? Puff Puff. Genau. Ja, Puff Puff habe ich gegründet. Tatsächlich, also was in Südafrika noch passiert ist, ich habe beim Kitecamp jemanden kennengelernt hat, der gesagt hat, hey, ich habe in München einen Job für dich. Also auch wieder Marketing. Und der hat mich da gesehen und meinte, wenn du magst, dann kannst du in München hier an oder stell dich vor, ich besorge dir ein Bewerbungsgespräch und du kannst überlegen oder
schaust, ob es klappt. Und dann bin ich zurück nach München, habe mich da beworben, hatte das Bewerbungsgespräch, habe angefangen, bei einer Immobilienfirma zu arbeiten, die eben Studentenwohnheime machen. Warum erzähle ich das? Weil ich da meinen heutigen Mann kennengelernt habe. Also eben okay. mein, der Creative Director in dieser Firma war, ist Raphael gewesen, und den habe ich eben dort kennengelernt. Und wir sind dann ein Paar geworden. Und Raphael liebte das Reisen. Und das war für mich natürlich so der Moment, wo ich dachte, oh, perfekt, gutes Match. Und wir sind ganz viel gereist. Und auf einer der Reisen in Bali haben wir dann die Idee gehabt, es wäre doch schön, wenn man von seiner Reise eine persönliche Erinnerung mitbringen kann. Also etwas, was einen an diese Reise für immer erinnert. Und für mich war das eben, ich liebe Muscheln sammeln. Also ich liebe es, mir so kleine, ganz kleine Muscheln mitzubringen. Ich weiß, nicht immer ist das erlaubt, aber in der Regel kann man sich ein kleines Andenken mitnehmen. Und dann hatten wir die Idee, aus diesen Muscheln ein persönliches Armband zu machen. Also sozusagen einen Online-Shop, wo ich meine Muschel einschicke. Und dir wird ein individuelles Armband aus dieser Muschel gefertigt. Du kannst es personalisieren, kannst dir überlegen, welche Armbandfarbe, ob du noch eine Gravur haben willst. Und haben dann sozusagen da einfach auch hands-on uns überlegt, wir machen das jetzt. Wir bauen uns einen Online-Shop, wir überlegen uns Social Media, wir suchen uns Partner und ja, wir starten unser erstes eigenes Business. Und das war eben Pöff-Pöff. Und wie war die Story? Wie ist das gelaufen dann für euch? Also auch da, ich liebe diese Geschichte, weil es einfach so schön ist, dass wir das gemacht haben. Also ich habe das nie bereut. Wir haben Reisen dadurch machen können, wir haben Kooperationen gehabt. Aber man muss auch ehrlich sein, das Schmuckbusiness ist doch ein hartes Business. Und so wie wir das gebaut haben, war es gar nicht skalierbar. Also man kann sich vorstellen, wenn jemand so eine Muschel schickt, ja, dann genau. Habe ich die immer hier in München zusammengebaut. Und da war so viel Handarbeit drin, das war so viel Arbeit, dass dieser Preis, den wir dafür bekommen haben, überhaupt nicht gepasst hat. Also du kannst aber auch ein Armband nicht noch teurer machen, weil dann kauft es auch keiner mehr. Also es war einfach kein Produkt, muss man ehrlich sagen, was man hätte jetzt skalieren können in der Form, wie wir es gebaut haben. Und auch das muss man, glaube ich, als Unternehmer dann irgendwann verstehen, wenn ein Produkt zwar schön ist und man es liebt und einem das am Herzen hängt, aber wenn es am Ende keinen Umsatz bringt, dann oder eher gesagt keinen Gewinn, dann muss man sich auch wieder von der Idee trennen. Ja, super. Genau so muss man es auch machen. Manchmal, es ist immer so die Frage, manchmal gibt es so Situationen, wo es darum geht, aber auch durchzuhalten, so ähnlich ist wie bei LinkedIn-Accounts. Aber es ist auch wichtig, manchmal zu verstehen, hey, dieses Fail fast, ja, also dann irgendwann zu sagen, nee, da kommt man, das ist es nicht. Und ich kann es jetzt auch so nachvollziehen, wenn du mir das so erzählst, auch schon alleine diese Interaktion, dass Leute erstmal ihre Sachen einschicken. Also das heißt, der Pool an Menschen, die jetzt wirklich eine Muschel zu Hause haben und dann sich die Arbeit machen, die irgendwo einzuschicken, ist natürlich viel kleiner, als wenn du irgendwie dieses Gefühl verkaufst, was ja andere machen. Also ich weiß zum Beispiel, Bruna The Label oder so, die machen so, oder Purelei oder so, die so ein Schmuckbusiness, das Purelei, ich jetzt so kenne, die ich jetzt so ein bisschen kenne, beide, wo du halt einfach ein Lebensgefühl auch mitverkaufst und aber nicht so eine Interaktion nochmal brauchst. Ja, genau. Ja, spannend. Und was würdest du denn sagen, wäre aber als einfach, weil es ist ja eine unternehmerische Erfahrung. Was hast du denn so an Erkenntnissen oder an Wissen mitgenommen dann in deine nächste Gründung? Also Verträge sind wichtig. Wir haben ganz oft Shootings gemacht, weil wir natürlich Material für Social Media brauchen. Das heißt, wir haben ganz viele Model-Shootings gemacht. Und wie man sich vorstellt, als Startup versucht man das halt vom Preislichen her eher gering zu halten. Das heißt, wir haben Aufrufe auf Facebook damals noch gestartet. Wir waren dann auf Bali, haben uns sozusagen vor Ort Models gesucht, haben die Shootings komplett selbst organisiert, hatten dann Kooperationspartner wie Bikini-Hersteller und so, die wir auch selbst gesucht haben und haben mit Models gearbeitet. Und ein Fail, den wir dann natürlich hatten, war, wir haben keine Verträge unterschreiben lassen. Also es war sozusagen Barter-Deal, das heißt Leistung gegen Ware. Wir haben kein Geld gezahlt, aber wir wollten natürlich mit den Material werben. Und ein Model, was wir dann hatten, wir hatten dann das Glück, als wir zurück in München waren, haben wir eine relativ große Story in der Süddeutschen bekommen als Startup. Also wir hatten ein Titelbild mit dem Bild mit ihr drauf und wirklich ein cooles Interview.
Und die kam eben auch, ich glaube, die kam aus Bayern sogar. Und die hat diese Story gesehen. Die hat sich dann auf dieser Süddeutschen gesehen und hat gedacht, boah, jetzt sind die, die machen Millionen Umsätze und die sind so erfolgreich. Und dann haben wir daraufhin natürlich schön ein Schreiben vom Anwalt bekommen und sollten Geld zahlen für das Bildmaterial, was wir ja sozusagen von ihr verwendet haben. Und das hat mir auf jeden Fall gelehrt, man braucht Verträge, weil klar, wir hatten dann einen guten Anwalt, der uns da auch rausgeboxt hat, dadurch, dass halt alles über Facebook lief, dementsprechend wir Nachrichten hatten. Aber, das war mein erstes Learning, alles, was man macht, man braucht Verträge, weil dann ist es sozusagen immer sicher und man braucht keine Angst haben, dass einem da etwas auf die Füße fällt. Und ja, das war so ein wichtiger Punkt, den ich auf jeden Fall mitgenommen habe. Super Punkt, weil das ist gerade genau, wenn man so im Startup-Bereich ist, man sind nette Menschen und man denkt so, hey, jetzt sind wir mal nicht so formell und das bringt ja dann auch vielleicht so einen komischen Twist rein, wenn jetzt plötzlich jemand mit einem Vertrag rüberkommt und ja, und dann eben genau 2 Jahre später erinnert man sich gar nicht mehr, was man eigentlich besprochen hatte vielleicht oder man kann es nicht mehr dokumentieren. Ja, super Punkt. Ja, okay. Und dann habt ihr das also irgendwann halt gesagt, okay, das macht irgendwie keinen Sinn, habt das wieder stillgelegt, runtergefahren. Genau. Mein Freund hat dann, oder mein Mann hat dann irgendwann selbst nochmal gegründet, hat auch wieder ein eigenes Startup aufgebaut und es war dann auch gut. Also man muss auch sagen, als Partner gründen ist auch nicht so das Beste, was man immer machen kann. Also es ist toll, jemanden zu haben, auf den man sich verlassen kann, aber ja, es ist nicht immer das Beste, würde ich sagen, weil man einfach, viele Themen drehen sich nur noch ums Business. Genau. Und ja, deswegen go. Und ist er dann seinen Weg gegangen und ich bin meinen Weg gegangen. Ja, genau, finde ich gut. Also das kann schon funktionieren, aber ich erlebe das, ich habe das jetzt auch schon öfters gesehen. Ich hatte selber, meine Gründung war auch mit einem Ehepaar zusammen, da habe ich das sehr hautnah miterlebt. Das kann zu einer Riesenbelastung werden. Irgendwann. Also am Anfang ist es alles spannend und toll und so, aber irgendwie, auch wenn man ein bisschen längere Strecke sieht, kann das zu einer Belastung werden und vor allen Dingen auch das Thema Risikostreuung. Ja? Also wenn man alles gemeinsam auf ein Pferd setzt und das Pferd halt strauchelt und dann nichts anderes da ist, das ist dann auch nochmal zusätzlich ziemlich belastend. Ja? Also wahrscheinlich eine gute Entscheidung, dass ihr jetzt so euer eigenes Ding hier da macht. Definitiv, ja. Also wir können uns immer noch aufeinander verlassen, aber jeder macht seins, das ist gut. Genau, und dann könnt ihr euch gegenseitig ein bisschen coachen mal hier und da, vermute ich mal, aber genau. Es ist nicht so dieses ineinander verzahnte, dauernde Dauerthema. Lass uns mal mit deinen rüber reden. Dann kam ja im Grunde genommen das nächste Unternehmen, danach hast du dann auch wieder gegründet und ist jetzt eben weniger bla. Hast du das jetzt diesmal als alleine Gründerin gestartet oder hast du dir da nochmal einen Gründer reingenommen und wie bist du denn darauf gekommen dann von dem Schmuck auf das Social-Media-Thema? Genau, also ich habe während dem Schmucklabel natürlich gearbeitet. Ich war in Agenturen beschäftigt und habe da auch im Projektmanagement, Marketing gearbeitet. Und die Geschichte ist deswegen so wichtig, ja, weil es mein Weg zur Selbstständigkeit sozusagen ist. Auch das war eher ein bisschen Zufall. Die eine Agentur hat nach einem Jahr den Standort geschlossen. Die andere Agentur hat nach einem Jahr gesagt, wir machen auch die Agentur zu. Und das war kurz vor Corona. Und dann war natürlich bei mir die Frage, naja, 2 Agenturen haben jetzt jeweils nach kurzer Zeit irgendwie aufgegeben. Und ich habe natürlich immer Vollgas gegeben. Und dann war für mich irgendwie so die Entscheidung, was mache ich jetzt? Und in der Agenturwelt kommt man ja dann doch mit Freelancern in Kontakt. Und ich fand das Modell super spannend. Ich dachte mir so, ja, wie cool. Also ich bin dann irgendwie mein eigener Chef, aber ich arbeite trotzdem in Teams. Also ich bin ja trotzdem in der Agenturwelt weiterhin und habe dann entschieden, naja gut, dann probiere ich es halt. Also dann mache ich mich halt selbstständig als Freelancerin. Und du kannst dir vorstellen, Corona, schwierig. Ich noch sehr jung, also jetzt auch nicht, dass ich da irgendwie schon 10 Jahre in der Agenturwelt war. Kein Netzwerk. Und habe dann aber gedacht, naja, wenn ich es jetzt schaffe, dann schaffe ich es immer. Und habe mich dann selbstständig als Freelancerin gemacht und habe halt ja, Klinken geputzt. Also ich habe alle Agenturen, die ich irgendwie toll fand, habe die angeschrieben, habe denen mein Portfolio geschickt, habe versucht auf Netzwerk-Events, die noch stattgefunden haben, auch das war ja dann alles ein bisschen schwieriger, irgendwie mit Menschen ins Gespräch zu kommen, dass ich halt eben, dass die mich buchen. Und ja, das hat dann tatsächlich
gut funktioniert. Also ich habe dann mir ein schönes Netzwerk aufgebaut und habe halt als Freelancerin sehr, sehr schön und tolle Projekte gemacht in Agenturen oder auch bei Unternehmen und habe dann aber immer mehr für mich gemerkt, dieses, wie Agenturen halt arbeiten. Also dieses, wie soll ich das sagen, also so immer ad hoc und nicht wirklich, also es, gerade auf Social Media war es halt immer sehr viel, wir machen das, was der Kunde will. Und ich habe mich immer gefragt, ja, aber macht das überhaupt Sinn? Also macht das für die Zielgruppe Sinn, dass Riesenproduktionen, wo man sich so denkt, das kostet ein Vermögen und am Ende geht es halt um das Ego von einem, der das gerne im Unternehmen so hätte, aber eigentlich nicht um die Zielgruppe. Und in mir kam dann immer mehr dieser Wunsch, ich will was Eigenes machen. Ich möchte zum einen als Freelancerin und als Frau ist es halt schon irgendwann das Thema, wenn du nicht arbeitest, dann verdienst du auch kein Geld. Und ich wollte dann eben mir was aufbauen, wo ich einfach perspektivisch für mich auch eine Sicherheit aufbauen kann. Und da ist dann eben die Idee für Weniger Bla entstanden. Das heißt, ich habe dann gesagt, nee, ich gründe jetzt meine eigene Agentur erstmal und ich mache das anders. Ich mache das nach meinen Vorstellungen, ich mache das so, wie ich das will. Und habe dann eben 2021, Anfang des Jahres gesagt, ich gründe jetzt meine GmbH und ja, ich mache das jetzt. Ich versuche mal mein Glück sozusagen. Und es war wirklich, ich versuche mal mein Glück, weil ja, der Start war dann doch anders, als man sich das vielleicht dann hier vorstellt. Und ja, da habe ich Weniger Bla gegründet. Der Start war anders, als manche sich das vorstellen. Genau, das ist ja eigentlich immer so. Ja? Hast du wahrscheinlich auch schon bei dem Schmuck erlebt. Und was ich ganz schön gerade fand an deiner Geschichte, war so diese Intensität, die es braucht. Ja? Also dieses, was du, also überhaupt, du hast ja die Voraussetzungen geschaffen dafür, dass du überhaupt mal in dieses ganze Social-Media-Agentur-Business reingekommen bist. Dieses Klinkenputzen, dieses einfach wirklich mit einer hohen Intensität reingehen, mit einer hohen Energie, ja, und gucken. Glück gibt es nur zu einem gewissen Grad, aber eigentlich ganz oft ist es, weil du dir Chancen erarbeitest. Ja. Also das finde ich schön. Und dass man dann, und dann ist eben so dieses, ja genau, jetzt kommt es anders, als man denkt. Wie gehen wir damit um? Was war dein Rezept, so mit diesen völlig unerwarteten Umständen umzugehen? Oh, was war mein Rezept? Ich glaube, durchhalten. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich bin schon mit einer gewissen Naivität in das Thema reingesprungen. Also ich dachte, man muss dazu sagen, das Freelancen war für mich einfach. Also ich hatte mein Netzwerk, ich hatte meine Kunden und der Sales-Prozess ist halt ein ganz anderer. Das heißt, ich werde gebucht, wenn ich gebraucht werde. Und demnach habe ich halt auch sofort, ja, einen Kunden. In der Agenturwelt ist das ein bisschen anders. Das heißt, da wartet niemand auf dich und eigentlich braucht dich im ersten Moment auch niemand. Und dann gibt es da auch noch ganz viele andere, die das machen würden. Demnach ist halt auch der Sales-Zyklus viel, viel länger, bis ein Kunde abschließt. Und das habe ich komplett unterschätzt. Also ich dachte halt, ich komme, ich habe da direkt wieder meine Kunden und ja, das läuft. Und so war es gar nicht. Das heißt, ich habe wirklich die ersten 4 Monate habe ich nur versucht, Kunden zu gewinnen, Gespräche zu führen, aber kein Geld verdient. Und das ist natürlich, ich habe auch direkt mit der Angestellten gestartet, klar, direkt auch mal Personal. Das heißt, du hast halt unfassbar viele Kosten, wo du dann eigentlich auch erstmal merkst, verdammt, was mache ich hier eigentlich unternehmerisch gedacht? Also ich verdiene gar nicht so viel, wie ich ausgebe. Und wie lange kann ich das eigentlich durchhalten? Und was ist mein Ziel, was ich eigentlich hier gerade habe? Und das war dann auch tatsächlich bei mir der Punkt, wo ich nochmal gesagt habe, okay, stopp, so funktioniert das nicht. So funktioniert es zum einen für die Mitarbeiterin nicht, weil ich eigentlich gar nicht so richtig einen Plan hatte, wo will ich jetzt hin? Und so funktioniert es aber für mich auch nicht. Und habe dann auch tatsächlich nach einem halben Jahr nochmal gesagt, stopp, ich beende das hier nochmal. Ich fange nochmal bei Null an und ich überlege mir ein Konzept, was mich einmal anders, oder ja, was ich anders mache als die anderen. Und ich überlege mir auch ein Konzept, wie ich an Kunden komme. Und das war am Ende die richtige Entscheidung auch, da nochmal zu stoppen und nochmal neu anzufangen. Ja, okay. Im Grunde aber ja, finde ich trotzdem schon gut rangegangen, weil das ist ja, also klar, du hattest jetzt diese eine Mitarbeiterin, aber das ist ja noch nicht, viele gründen ja so, dass sie erstmal irgendwie
keine Ahnung, Seed-Kapital, 2 Millionen Euro irgendwo sich reinholen und dann werden erstmal Leute eingestellt und dann wird erstmal schön Geld verbrannt und dann merkt man nach 2 Jahren oder nach einem Jahr, oh Mist. Und ich meine, du hast das ja im Grunde genommen sehr agil angegangen. Also ich finde es auch spannend, also sozusagen diesen Test, so probiere ich es jetzt mit einer Naivität. Ich glaube, die meisten gründen sehr naiv. Das, also gerade die ersten Gründungen. Also wir haben damals auch ultra naiv gegründet. Also wenn wir da gewusst hätten, was uns alles auf uns zukommt, ich weiß nicht. Aber genau. Und dann aber so dieses Lernen, dieses Schnelle. Also sozusagen nach 6 Monaten irgendwie diesen Rückblick zu machen und zwar schonungslos. Und das ist ja, was du offensichtlich gemacht hast. Das ist, was wir auch in unseren Teams immer sagen. Wirklich schonungslosen Rückblick und dann die Konsequenzen ziehen und dann einfach nochmal neu ansetzen. Also quasi ja, daraus gelernt haben, das Ganze nochmal anders aufstellen. Klingt total eigentlich sehr professionell. Ja. Ja, offensichtlich manchmal doch die richtigen Schritte gegangen. Aber ja, wie du sagst, also ich glaube auch beim Gründen, gerade wenn man halt nur mit Eigenkapital gründet, ist es halt am Ende dein Geld. Das heißt, du musst dir viel schneller Gedanken machen, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Und ich finde auch, gerade finde ich es eigentlich gerade dann so schön zu sagen, ich suche mir nicht sofort immer einen Investor und habe halt das Geld, sondern ich versuche erstmal mit dem, was ich habe, loszulegen. Und dann, ich war halt sehr bewusst natürlich dann auch mit meinen Ausgaben und hatte einen ganz anderen Druck, der mich aber am Ende auch ja, gepusht hat. Deswegen für mich war es definitiv so die richtige Entscheidung. Zu gründen in der Form. Du hast vorhin so erwähnt, dass du da ja auch als junge Frau da dich bewährt hast und dann auch gerade am Anfang bei den Agenturen, also als du als Freelancerin gearbeitet hast, da war das wahrscheinlich noch einfacher, vermute ich mal, weil da hat man, die suchen ja immer nach guten Content-Gebern und so weiter. Aber dann eben, als du dann quasi den Endkunden selber erreichen wolltest, wie hast du das erlebt? Ist das noch ein Thema? Also ist das noch immer noch so diese white old man dominierte Welt und dann kommst du so als junge Frau an und dann schauen die erstmal so, wer kommt denn da daher? Oder ist dir das eher leicht gefallen, dich da zu positionieren? Für mich gesprochen, und ich glaube, das kann man immer nur für sich auch wirklich ja, sagen, mir ist es leicht gefallen. Aber ich glaube, das liegt auch an mir und auch daran, dass ich das nie für mich zum Thema gemacht habe. Natürlich erlebt man Momente, wo man sich so denkt, ernsthaft, also so, du kannst mich schon ernst nehmen, aber das lasse ich gar nicht so an mich ran, sondern ich glaube, es ist halt die Art, wie ich dann auch damit umgehe oder auch, was ich mir dann in dem Moment vornehme. Und für mich ist halt wichtig, dass die Menschen verstehen, was ich von ihnen möchte, wie ich sie unterstützen kann. Und mir ist halt einfach ein wertschätzender Umgang wichtig. Und wenn das nicht der Fall ist, also wenn die Wertschätzung fehlt, dann ist es sowieso nicht mein Kunde. Und dann werde ich da auch nie ein Gespräch weiterführen oder werde auch ein Gespräch beenden, weil das für mich einfach ein Wert ist, den ich leben möchte und der mir persönlich halt unfassbar wichtig ist. Mhm. Und demnach, ich glaube, so wie man auftritt, zieht man auch die richtigen Menschen an. Und da hatte ich bisher, muss ich sagen, würde ich sagen, immer sehr, sehr viel Glück. Okay, super. Es ist schön auch zu hören, dass das eben auch doch auch ein bisschen sich vielleicht auch wandelt. Und dass wenn du dich als Frau, als junge Frau einfach, wie du sagst, mit der richtigen Haltung reingehst, du da auch deinen Weg machst. Okay, finde ich gut. Und ich glaube, man muss auch für sich verstehen, welche. Und ich glaube, man muss halt für sich auch verstehen, welche Kunden nicht passen. Also das war zum Beispiel auch ein Prozess für mich. Ich dachte am Anfang, ich muss Menschen überzeugen, dass sie Social Media machen müssen. Das ist nicht mein Auftrag. Ich muss nicht Menschen überzeugen, etwas zu machen, sondern ich unterstütze Menschen dabei, etwas voranzubringen. Und das ist auch der große Unterschied. Wir arbeiten nur mit Firmen zusammen, die schon etwas auf Social Media machen, die wir sozusagen aufs nächste Level bringen können. Ich muss nicht dastehen und sagen, du musst oder ich muss erklären, warum das jetzt, klar muss ich erklären, warum Social Media wichtig ist, aber wenn du dafür nicht offen bist, dann ist es nicht meine Aufgabe, dich davon zu überzeugen oder sozusagen dein Denken zu verändern, sondern wenn du diese Haltung hast, dass Social Media für dich nichts ist und du bist auch nicht offen, dir das erklären zu lassen, was es dir bringen könnte, dann bin ich auch nicht die Richtige, dann ist es nicht meine Aufgabe. Und das war für mich halt auch wichtig zu verstehen, demnach war es dann halt auch klar, mit wem spreche ich und wann macht ein Gespräch für mich auch einfach keinen Sinn. Ja, super. Finde ich super gut, die Erkenntnis. Das ist sozusagen auch das, was wir immer sagen. Versuch nicht, möglichst alle zu erreichen, weil das ist viel weniger günstig, als wenn du dir überlegst, wer sind genau die, die ich haben möchte und die versuche ich zu erreichen. Hast du einen ganz anderen Hebel. Ja.
Hast du schon mal Nein gesagt zu einem Kunden? Ja. Ja, habe ich schon. Und auch das, ich glaube, das ist aber auch so ein Prozess, in dem man wächst. Also auch seine Haltung zeigen, auch gerade dann für Mitarbeiter einstehen. Das ist natürlich auch etwas, was Sachen sind, die, ja, die machen was mit einem. Aber ich finde es auch wichtig. Also gerade auch, wenn dann Themen sind, wo Mitarbeitende von Kunden angegangen werden, dann finde ich es wichtig, auch dahinter zu stehen und halt auch das Gespräch zu suchen mit dem Kunden und auch klar zu sagen, was ist jetzt hier der richtige Umgang miteinander und Haltung zu zeigen und genauso auch für sich zu entscheiden, wenn halt ein Kunde nicht passt. Also klar, es ist eine privilegierte Situation, wenn man Kunden ablehnen kann, aber das habe ich mir immer geschworen, wenn ein Kunde nicht passt, lieber lehne ich ihn ab, weil das, was man dann am Ende als Pain mit dem Kunden hat, das macht es noch viel schlimmer. Und das ist am Ende wieder Kraft, die es dann zieht, was dir keiner wiedergeben kann. Genau. Und wir sagen auch immer, dass wir Kunden gerne am liebsten Kunden haben, die Fans werden, weil Fans empfehlen uns weiter und so weiter. Und das gibt eine ganz andere Dynamik. Ja. Mal jetzt, was mich noch interessieren würde, ist, wenn wir über die Menschen sprechen, mit denen du arbeitest. Für uns bei ScaleUp ist ja auch immer das Thema Purpose wichtig. Deswegen heißt hier der Podcast auch Purpose is the Pitch. Was würdest du denn sagen, hast du irgend so ein inneres Bild, was wird denn besser? Also wir sagen immer, Purpose kannst du sagen, irgendwie entweder die Menschen, die dein Produkt haben oder das erleben, was du mit ihnen machst, die können dann irgendwas, ja? Also dann wird irgendwas besser für sie oder ihnen ist geholfen oder sie haben eine Erkenntnis oder irgendwas ist schöner geworden. Also was auch immer das so sein könnte. Hast du da so ein Bild für euch drin bei dir? Ja, ganz klar. Also du musst dir vorstellen, wir arbeiten sehr intensiv mit den Kunden. Das heißt, wenn wir mit unseren Kunden arbeiten, dann haben wir gerade in den ersten 3 Monaten jede Woche einen Call. Also wir sind sehr, sehr eng mit den Kunden. Und viele kommen halt rein und sagen, oh ja, Social Media, das interessiert mich, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so irgendwie was... Also so noch nicht so dieses 100%-Gefühl. Und alle, die sozusagen dann zumindest auch die ersten 3 Monate abgeschlossen haben, das ist die Zeit, wo dann auch wirklich die ersten Schritte gegangen wurden und man auch viel Wissen schon mitgenommen hat, die sitzen da und sagen, okay, ich habe Lust, ich habe richtig Lust, jetzt was auf Social Media zu machen. Und das ist dieser schönste Moment, wo Menschen vor dir sitzen, dass du sie für etwas angesteckt hast, was sie davor gar nicht für sich gesehen haben oder vielleicht auch gar nicht diese Möglichkeiten gesehen haben, die es gibt. Und das ist für mich immer dieser schönste Moment, wenn Menschen einfach vor dir sitzen und anfangen, Fragen zu stellen oder und was machen wir jetzt als nächstes? Okay, wie machen wir weiter? Und das am Ende, wir bringen unsere Leidenschaft, die wir für das Thema haben, den Menschen bei oder wir geben sie weiter und am Ende können unsere Kunden am Ende danach Social Media verstehen und bedienen und führen und erfolgreich führen. Und ja, ich glaube, das beschreibt das ganz gut. Ja, okay, super. Habe ich gerade so ein Bild, so irgendwie so diesen Schritt zu machen in die Sichtbarkeit, ja. Und das ist ja durchaus auch ein Schritt, der ein bisschen Mut braucht. Also habe ich auch erlebt. Also als ich auch mit dem Podcast angefangen habe und so, da bist du dieses plötzlich bist du halt echt sichtbar, ja. Und damit auch irgendwo vielleicht auch angreifbar, aber gleichzeitig finde ich, hat das was sehr Schönes. Also das trägt auch irgendwie auf eine gewisse Art. Und das ist ja irgendwie so genau, was ich gerade so rausgespürt habe, so dieser Moment bei euch, wo die Leute plötzlich merken, boah, ich könnte sichtbar werden. Ja? Ich kann mich trauen, in die Welt hinauszugehen. Das Schöne ist, sie werden sichtbar. Weil nämlich das ist das Erste, was die Kunden immer dann irgendwann erzählen. Ja, ich war jetzt auf einem Event und die sprechen uns alle an, weil wir jetzt auf einmal so viel auf LinkedIn machen. Oder letztens hatte ich auch eine Kundin, die meinte, ja, ich wurde jetzt beim Supermarkt, hat mich einer angesprochen, dass sie die Beiträge auf LinkedIn von mir so toll findet und so. Und das ist halt dieses, du denkst nicht nur, du wirst sichtbar, sondern du wirst sichtbar. Und die Menschen nehmen dich wahr, auch wenn sie vielleicht nicht alle mit einem Like reagieren. Das haben wir leider auf Social Media sehr viel, dass wir eher passiv sind als aktiv. Aber die Menschen sehen dich. Und ich erlebe das auch bei mir, wenn ich meine Beiträge schreibe, die viele im Umfeld sagen, oh Conny, ich sehe immer nur Beiträge von dir auf LinkedIn. Sage ich immer, ja, vielleicht likest du mal, das wäre auch schön. Aber du spürst es richtig, dass du sichtbar wirst. Und das ist so auch dann, ich glaube, eine schöne Bestätigung, weil natürlich möchte Arbeit bestätigt werden. Und wenn Menschen zu dir sagen, hey, ich sehe deine Beiträge, ich finde das gut, was du machst, was gibt es Schöneres? Also das ist natürlich, ja, eine schöne Bestätigung der Arbeit. Sehr schön, wunderbar. Ich würde mal gerne jetzt mal so noch ein bisschen
paar Sachen besprechen, so eher so wie tickst du, finde ich immer auch noch ganz schön. Eine Sache, die ich wichtig finde, weil sie auch im unternehmerischen Kontext noch wichtig ist, ist so dieses Thema Core Values. Also das ist so bei uns so ein Ding, wo wir sehr viel damit arbeiten. Es ist wie so eigentlich fast das Fundament für eine gute Unternehmenskultur. Und Core Values definieren wir ja eben nicht so normativ. Also es ist nicht irgendwie so, es gibt irgendwelche Gesetze und denen müssen wir allen da gerecht werden, ja, sondern eher so, wie ticken wir? Wie tickt mein Team? Wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten? Und würde mich mal interessieren, wenn du so überlegst, was sind denn so für dich im zwischenmenschlichen Umgang, in der Zusammenarbeit, so die zwei, drei wichtigsten Values, wichtigsten Werte? Worauf legst du echt Wert? Mir persönlich ist Ehrlichkeit einer der wichtigsten Werte, Punkte, wie auch immer, oder im Umgang miteinander. Weil ich finde, wenn man ehrlich zueinander ist, dann können Fehler nicht so schnell sich einschleichen und auch am Ende Frustration kann eigentlich sich nicht einschleichen, wenn man es wirklich lebt. Und das heißt, für mich ist dieses Thema sowohl mit Kunden als auch mit meinem Team, ist mir Ehrlichkeit halt einfach super, super wichtig. Verlässlichkeit finde ich ist halt auch, ich muss mich auf mein Team verlassen können, weil am Ende, wenn ich mich auf die verlassen kann, dann können sich meine Kunden auf die verlassen. Ich finde es wichtig, dass der Kunde sich auf mich verlassen kann. Wenn ich sage, ich mache was, dann mache ich es. Und das sind eigentlich so die wichtigsten Sachen. Und am Ende ist es, glaube ich, auch so persönliche Weiterentwicklung. Also ich will nicht stehen bleiben. Ich möchte mich weiterentwickeln. Ich möchte, dass die Menschen, mit denen ich arbeite, sich weiterentwickeln. Ich meine, das ist der Hauptpunkt von Weniger Bla. Wir möchten Menschen dazu befähigen, dass sie sich in einem Thema weiterentwickeln. Und das muss ich natürlich auch selbst leben. Wenn ich jetzt die ganze Zeit die Sachen von vor 10 Jahren noch erzähle von Social Media, dann wird es halt auch schwierig. Das heißt, für mich Weiterentwicklung, darum komme ich nicht herum. Und deswegen ist das auch so das, was ich versuche selbst zu leben und dementsprechend auch allen, mit denen ich arbeite, weiterzugeben. Okay. Super. Also alle, die jetzt zuhören und sich irgendwann mal überlegen sollten, bei dir anzufangen, mitzuarbeiten, wissen jetzt schon mal, woran sie sind bei dir. Ja, und wir suchen immer. Also jeder, der Lust hat, ein Teil von Weniger Bla zu werden, der können wir gerne schreiben. Ich freue mich. Super, sehr gut. Jetzt nochmal so ein paar so Sachen, wenn du noch Lust hast. So zum Beispiel, was ich immer so ganz spannend finde, so ganz, das ist eine eher spaßige Frage, aber wenn du jetzt irgendeinen Menschen kennenlernen könntest, den du noch nicht kennst, den du vielleicht mal zum Abendessen treffen kannst, du könntest jetzt komplett frei wählen. Wen würdest du denn gerne kennenlernen? Ich glaube, das ist so schwer. Also bei mir ist es natürlich ein persönliches Thema. Das heißt, ich kenne die Person schon, aber ich würde sie gerne nochmal wiedersehen. Das wäre definitiv mein Papa. Also es ist ein sehr persönliches Thema natürlich. Weil ja, ich einfach gerne mit ihm jetzt nochmal als erwachsene Frau, was ich so erlebt habe, einfach gerne nochmal sprechen würde und gerne da auch seine Meinung hätte. Deswegen sehr persönlich und auch nicht machbar. Aber ich glaube, und das ist das Schöne, ich liebe es eigentlich, Menschen kennenzulernen und mich mit Menschen zu unterhalten. Deswegen gibt es gar nicht diese eine Person, wo ich sage, ich will, sondern ich freue mich über jeden, mit dem ich mich unterhalte oder der sich Zeit nimmt. Und ich finde, wenn man sich Zeit für Menschen nimmt im Gespräch, dann kann man so viel voneinander lernen und man erfährt so tolle Geschichten. Und deswegen, ich glaube, mein Wunsch an mich ist, dass ich das beibehalte, dass ich dieses gerne mich mit Menschen unterhalten, offen sein und neugierig bleiben, dass mir das für immer bleibt. Das ist eigentlich so eher ein Wunsch an mich. Das ist schön. Ja, das mit dem Papa, das kann ich natürlich super nachvollziehen. Es geht mir exakt genauso, weil ich mir denke, Mensch, da war ich so jung, da hatte ich eigentlich echt nur gequirlten Mist noch im Kopf. Irgendwie, ich würde jetzt so gern mich mal mit dem, weil ich jetzt auch sein Leben so viel besser verstehe. Ja, so, ich habe jetzt selber 3 Kinder großgezogen und so weiter. Und das bringt mich so auf die Frage, so auf den Blick auf den Tod. Das ist eine tiefe Frage, aber was ist da so dein Blick drauf? Ich glaube,
Also dadurch, dass ich so früh in meinem Leben mit diesem Thema schon zu tun hatte und mich damit beschäftigen musste, ist es für mich aber ein Thema, was gar nicht so präsent ist, sondern ich habe keine Angst davor. Unser Leben ist endlich, das ist leider so. Ich glaube aber, deswegen ist es mir so wichtig und das merke ich auch, dass ich das wieder bewusster in mein Leben bringen muss, dieses Dankbarsein für den Moment, nicht zu sehr immer von einer Sache in die nächste springen, sondern viel bewusster sein. Mhm. Und ich glaube, wenn man das schafft, und das ist bestimmt nicht immer einfach, dann glaube ich, kann man, dann ist das Leben gut, so wie es läuft. Und dann glaube ich, gibt es da auch gar nicht diese Angst. Weil ich glaube, Angst hat man immer dann, wenn man Angst hat, etwas verpasst zu haben. Mhm. Und das will ich, wenn es irgendwann mal so ist, nie haben, sondern einfach das Gefühl haben, es war alles gut, so wie es war. Schön, sehr schöner Blick. Toll, danke dir. Ja, ich hatte letzten Sommer so eine ganz neue Phase, hatte ich nie vorher damit in Kontakt mit so eher indigenen Menschen Kontakt hatte, mit so Wissen, so alten Wissensträgern von so Stämmen, so Medizinmännern, ja, Frauen, ja, und so weiter. Und und was ich da so mich so beeindruckt hat, ich hab so eine gewisse spirituelle Ader schon mein ganzes Leben. Ich meditiere schon seit 35 Jahren jeden Tag und so, aber da war ich eher immer so ein bisschen eher nach Indien gerichtet. Ja. Und was mich da jetzt so beeindruckt, ist eine Sache, die auf der ganzen Welt, diese ganzen indigenen, schamanischen, wie auch immer, Kulturen, die haben alle eines gemeinsam, nämlich diese ganz intensive Verbindung zu den Ahnen. Und wenn du dich da so ein bisschen drauf einlässt, also ich habe dann so Schwitzhütten mit denen gemacht und so, dann irgendwann fühlst du das tatsächlich. Und das finde ich ist was ganz Wunderschönes, so dieses plötzlich zu spüren, dass da irgendwie, wie auch immer wir das jetzt erklären wollen, aber dass da irgendwie, da ist was da, da ist eine Verbindung da. Da ist eine Präsenz, eine gewisse da, und das finde ich ganz, ganz wunderbar, ganz großartig. Aber ich glaube, das ist super schön, dass du das sagst, weil, also auch jetzt auch so, aber dieses Thema Verbindung, also ich habe immer das Gefühl, dass wenn ich irgendwie Fragen habe oder irgendwas mich mit meinem Leben beschäftigt, dass wenn ich in mich höre, dass da irgendwie so eine Stimme ist. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen falsch an. Ich sage auch nicht, das ist mein Papa oder wie auch immer, aber ich habe schon das Gefühl, dass da irgendwie schon jemand ist, der dir irgendwie Antworten geben kann, wenn du dafür offen bist. Und gerade da natürlich wieder Verbindungen aufbauen oder auch Verbindungen wahrnehmen, ist, glaube ich, was wir vielleicht auch im Alltag verlieren oder auch vergessen oder verlernen. Und das finde ich sehr schön, dass du das für dich so wieder aufgegriffen hast und wahrnimmst. Ja, ja, schön. Du scheinst ja eine Frau zu sein, die irgendwie auch einen gewissen Mut hat, ja, weil sonst würde man nicht so früh schon anfangen, irgendwelche unternehmerischen Dinge einfach anzugehen und auch so diese Freiheit, irgendwie in Südafrika alle möglichen Hotels einfach anzurufen oder eben alle möglichen Kunden abzuklappern. Aber gibt es vielleicht Dinge in deinem Leben, wo du sagst, boah, dafür brauche ich aber echt besonders viel Mut? Ich glaube, das hört sich jetzt, also ich mute es ja immer, die eine Sache, was nach außen zu sehen ist, aber das andere, was halt aber viele nicht sehen, ist trotzdem, dass auch oft Selbstzweifel da sind. Also dass, klar, wenn man viel macht und auch immer sehr aktiv ist, dann wirkt das nach außen immer so, ja, die macht das schon, die kriegt das schon hin. Und es stimmt auch, man kriegt das, glaube ich, vieles immer hin, aber nichtsdestotrotz gibt es auch eine Seite in mir, die vieles hinterfragt und die oft zweifelt, und gerade Gründen ist so viel Zweifel, ganz, ganz oft. Und ich glaube, das darf man immer nicht vergessen, und mir ist auch wichtig, dass man darüber auch offen spricht, weil Gründen ist nicht immer nur schön, und nicht jedes Startup kriegt die Millionenbewertung, sondern da gibt es auch ganz viel, was nicht funktioniert. Und genauso gibt es auch bei mir Tage, wo auch gar nichts funktioniert, wo ich mir echt denke, zum Beispiel Anfang des Jahres, ich dachte wirklich, also die ersten 2 Wochen dachte ich, ich höre gleich wieder auf. Also eigentlich kann ich das Jahr überspringen, so gefühlt, weil irgendwie nichts funktioniert hat. Und dann bin ich oft an dem Punkt, dass, wenn gerade nichts funktioniert, dass das so bei mir in den Fokus rückt. Und ich denke, oh Gott, ich hinterfrage auf einmal alles. Mhm. Und
das ist, glaube ich, was man für sich natürlich lernen muss, wo man dran arbeiten muss, aber wo man es auch wichtig ist, mal drüber zu reden. Also, dass eben nicht alles immer Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern ja, da auch ganz viel Zweifel sind und ja, man immer wieder auch die Mut braucht, weiterzumachen. Ja. Und was gibt dir am meisten Energie? Ich glaube, mein Umfeld. Also ich bin sehr dankbar für die Menschen, die ich um mich habe, sei es mein Partner, sei es meine Freunde, weil ich, und das ist mir, glaube ich, auch persönlich wichtig, ein sehr positives Umfeld habe. Also weil zum einen niemand da ist, der, also ich habe das Gefühl, jeder gönnt dem anderen das, was er macht. Und das finde ich ein sehr, sehr schönes Umfeld und wir unterstützen uns gegenseitig. Und das ist, glaube ich, etwas, wofür man sehr dankbar sein kann, dass wenn man wirklich Menschen an seiner Seite hat, die hinter einem stehen, die einen stützen, die einen pushen, die einen motivieren, die aber auch einfach ehrlich mal sind und sagen, hey Conny, das ist jetzt ehrlich gesagt eine total blöde Idee. Und ja, dafür bin ich unfassbar dankbar. Schön. So, jetzt kommen wir so mal langsam so Richtung Ende unseres Gesprächs. Da kommen immer noch so ein, zwei, drei kleine Fragen, die ich immer so gerne stelle, weil ich finde es immer auch schön, die unterschiedlichen Antworten. Die eine Frage, die ich immer stelle, ist, wenn du eine Sache in der Welt verändern könntest, es kommt eine Zauberfee oder was auch immer, du könntest wirklich sie verändern, was wäre das? Oh, ja, ich glaube, für mich wäre dieses Thema Frieden. Also ich glaube, Krieg ist das, was gerade auch für uns in den letzten Jahren so, also es war immer präsent, aber dadurch, dass der Krieg so in unserer Nähe ist, ist er einfach für jeden sichtbar. Und das macht einem Angst. Und ich glaube, wenn ich eine Sache verändern könnte, dann wäre es einfach, und das ist diese wunderschöne Vorstellung, dass einfach Frieden ist und wir miteinander friedlich leben. Ja, wunderbar. Guter Ansatz. Okay. Ja, vielleicht hast du eine Frage? Ist ja vielleicht auch eher so, was glaubst du, unterscheidet oder was macht am Ende, was unterscheidet einen guten Unternehmer von einem schlechten Unternehmer? Das ist vielleicht jetzt eine sehr harte Frage, aber vielleicht. Das würde mich interessieren, was so deine Meinung dazu ist. Wow. Das ist eine Wahnsinnsfrage. ich würde sagen, aber jetzt mal so ganz spontan, es braucht natürlich einige Zutaten. Es braucht eine gewisse Energie. Ja, es braucht so eine klare Richtung. Also zu wissen, wo will ich hin? Also was ist so was ist das Bild, was ich da eigentlich die ganze Zeit vor mir sehe und was ich eben erreichen und aufbauen will? Aber wahrscheinlich das Allerwichtigste ist, in der Lage zu sein, mit Menschen gut umzugehen und die richtigen Leute anzuziehen und mit denen ein richtig, richtig, richtig gutes Team aufzubauen. Ich glaube, das ist das Key-Thema. Schön, ja. Ja, okay, dann vielleicht noch so, jetzt noch so immer die kleine Abschlussfrage. Und zwar, was wünschst du dir? Was wünsche ich mir? Also bei mir steht jetzt demnächst die Vocation in Südafrika an. Also ich fahre zurück an meinen Herzensort und werde da eine Zeit mit wunderbaren Menschen verbringen. Und ich wünsche mir, deswegen ist der Wunsch eigentlich sehr nah, dass wir da einfach eine tolle Zeit alle zusammen haben und vielleicht ganz viele neue Ideen entstehen, die wir anstoßen, aber vor allen Dingen einfach diese Zeit dort alle gemeinsam genießen, Kraft tanken und ja, eine tolle Zeit haben. Wunderbar, schöner Wunsch. Dann danke ich dir sehr, liebe Conny, dass du dir die Zeit jetzt genommen hast. Ja, vielen Dank dir, Konstantin. Und ja, und ihr zu Hause macht's gut.